So, wir werden heute backen. Und zwar brauchen wir Blätterteig. Das sind pulverisierte Werthers Original. Dann habe ich hier gemahlene Haselnüsse, Zucker, ganz normalen Kristallzucker, eine Auflaufform und ja, schauen, was noch dazu kommt. Wenn, dann schreibe ich euch das auf jeden Fall unten in die Liste mit rein, wo dann das fertige Rezept reinkommt. Ja, es wird ähnlich wie Baklava, würde ich mal fast behaupten. Wir schauen mal, was draus wird. Ich habe kein Rezept, ich mache es jetzt ganz spontan. So, als erstes packen wir den Blätterteig aus. Die gewünschte Anzahl an tiefgefrorenen Teigscheiben entnehmen, die tiefgefrorenen Scheiben auseinanderlegen und ca. 10 Minuten auftauen lassen. Das machen wir und für mich dauert es jetzt 10 Minuten, für euch nicht. So, hier liegen die 6 Scheiben schön ausgebreitet. Ich habe hier schon ein Messer zurechtgelegt, weil ich nämlich gemerkt habe, dass die nicht in meine Auflaufform passen. Die Auflaufform ist zwar schon eine kleine Auflaufform, aber noch nicht klein genug. Ja, wir werden dann hier ungefähr 1 cm muss ich abschneiden, damit die da perfekt reinpassen. Und dann geht es gleich weiter. So, ich habe jetzt festgestellt, dass die am Rand nur ein kleines Stück überstehen. Und jetzt, wo die was aufgetaut sind und weich quasi sind, passen sie auch rein. Und stehen die Ecken halt ein bisschen über, aber das macht nichts. So, dann geht's weiter. Brauchen wir das Messer doch nicht. Und zwar werde ich jetzt... Die lassen wir noch liegen, die sind noch nicht ganz fertig. Die gemahlenen Nüsse. Ihr könnt natürlich auch jede andere Nuss nehmen. Ihr müsst nicht Haselnuss nehmen. Jetzt hier ein bisschen reinstreuen. Ich schätze mal so ungefähr 3 Esslöffel sind das. Und dann werde ich... Das ist ein bisschen festgebackt hier. Holen wir mal den dicken Klotzen raus. Ist alles zusammengebappt. So, und das, was lose ist, werde ich jetzt hier mit ein bisschen drüber streuen. Also nicht so viel, aber dieses Karamellisierte schmeckt halt sehr lecker. Von diesem Werthers Original. Das sind dann vielleicht 1,5 Esslöffel, also wirklich ganz wenig. Weil das kommt ja jetzt auf jede Schicht drauf. Und sonst wäre das einfach zu viel. Und dann nehme ich das nächste Blatt. Drückt das ein bisschen an, also sie sind noch sehr gefroren, nur die Ränder sind jetzt schon ein bisschen weich, aber die können auch hier drin weiter auftauen. Dann kann ich nämlich schon weitermachen. Den Backofen habe ich auf 200 Grad vorgeheizt, so wie es in der Anleitung steht, da halte ich mich dran. Und jetzt kommt wieder Nuss. Klumpen, Nüsse mache ich klein. Oh, die Spülmaschine läuft. Die macht jetzt hier auch noch ein bisschen Krach. Und dann wieder ein bisschen Karamellbonbon. Ich bin sehr gespannt, ob das nachher was wird. So, das mache ich jetzt mit den anderen auch noch. Und wenn das fertig geschichtet ist, sehen wir uns wieder. So, jetzt kommt das letzte Mal Nuss. Und das letzte Mal Karamell. Ihr könnt natürlich auch wahrscheinlich jedes andere Karamellbonbon klein häckseln. Nur ich finde halt Werthers Original super lecker. Deswegen habe ich mir das damals geholt und klein gemacht, eigentlich für meine Frühstücksbowls. Jetzt kommt das letzte Blatt oben drauf. Ein bisschen festdrücken. Nur ein bisschen. So. Und jetzt kommt das gleich in den Ofen. Und zwar für, wie steht es auf der Packung, 200 Grad vorheizen. Ober-Unterhitze 180. Backofen auf 200 Grad Ober-Unterhitze oder 180 Grad Umluft vorheizen. So, und dann kommt das alles für 12 Minuten
beziehungsweise 20 oder 30 Minuten. Es kommt drauf an, was man draus macht. Aber es steht alles auf eurer Packung. Blätterteig. Ich werde die jetzt erstmal 12 Minuten und dann zu den 20 Minuten hintendieren. Wir gucken dann zwischendurch mal rein. Die kommen jetzt so, wie sie sind, erstmal in den Ofen. Stimmt natürlich nicht. Kommt noch ein bisschen Ei und Milch obendrauf. So, ein Ei. Das brauchen wir nicht ganz, denke ich mal. Der Rest wird dann einfach im Abendessen verarbeitet. Und ein Schluck Milch. Also es war jetzt ein Eigröße M und ja, 3 Esslöffel Milch. Und jetzt holen wir noch einen Pinsel und verteilen davon etwas über unseren letzten Blätterteig hier oben. Damit er schön goldig wird. Und während der backt, kümmern wir uns um das Zuckerwasser, mit das das nachher getränkt wird. Bin sehr gespannt, ob das was wird. So, also wir haben jetzt im Prinzip noch nicht mal einen Esslöffel dafür gebraucht. Wie gesagt, den Rest kann man dann ja strammen Max von machen oder Armritter oder irgend sowas. Es wird auf jeden Fall nicht weggekippt. Unser restliches Ei-Milch-Gemisch wird heute Abend gegessen. Gut, jetzt schieben wir das in den Ofen und dann sehen wir uns wieder, wenn es fertig ist. So, wir haben jetzt 250 Milliliter Wasser, das bringe ich jetzt zum Kochen, und 200 Gramm Zucker, der kommt mit da rein. Also ich habe keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist. Wie gesagt, ich mache alles frei Schnauze, also nagelt mich nicht fest. Und ja, jetzt brauchen wir noch was zum Rühren. Wir sind sehr gut vorbereitet. Alles brummt, alles ist laut. Der Backofen, der Herd, alles brummt. So. Und wenn der Zucker sich ganz aufgelöst hat, dann stellen wir die Hitze dann runter. Und warten auf den Blätterteig aus dem Backofen. Und dann wird das übergossen. Eigentlich muss es, glaube ich, auch eine bestimmte Temperatur haben. Also das Backlava wird zumindest so gemacht, dass man da bestimmte Temperaturen haben sollte. Wie gesagt, ich mache es frei Schnauze. Ich habe kein Rezept. Ich habe mir das gerade einfach aus dem Kopf ausgedacht. Bin gespannt, wie es wird. Mehr als schief gehen kann es nicht. Also wer bis jetzt meine Rezepte geguckt hat, ja, mal klappt's und mal halt nicht. So, wenn das fertig ist, sehen wir uns wieder. So, jetzt kocht es. Es blubbert schon ganz dolle. Und es ist auch wieder klar geworden. Jetzt werden wir die Hitze runternehmen. Und schön vorsichtig sein. Es ist super heiß. Also am besten keine Kinder oder Katzen oder Ehemänner in der Küche haben, während ihr das macht. So. Jetzt halten wir das ein bisschen warm. Aber nicht mehr kochend. Und warten auf den Blätterteig. So, während ich jetzt den Blätterteig aus dem Ofen hole, kann das Zuckerwasser noch mal kurz warm werden. Es ist super heiß. Der oberste ist schön hochgegangen, die anderen leider nicht so. Aber schmecken wird es wahrscheinlich trotzdem. So.
mache ich noch mal eben ein bisschen heißer. Jetzt fällt es auch schon direkt wieder zusammen. Vielleicht warst du noch nicht lang genug im Backofen. Vielleicht stelle ich es einfach noch mal rein. Auf jeden Fall kommt jetzt das Zuckerwasser drüber, noch wo es heiß ist. Beides, Zuckerwasser ist heiß. Das hier ist heiß. So muss ich das anhören. Dann kann das jetzt schön aufgesogen werden. Hoffe ich, dass das aufgesogen wird. Also beim nächsten Mal kaufe ich dann extra die Jufka. Heißt glaube ich so, ne? Jufka-Blätter. Also den Jufka-Teig. Das glaube ich besser. So, das muss jetzt schön durchziehen. Ein bisschen ist noch übrig. Aber ich habe Angst, dass es dann nachher zu viel da drin ist und das alles matschelig ist. Das darf jetzt abkühlen. So, das Ganze war jetzt für 40 Minuten nochmal im Backofen, allerdings ohne Temperatur, also nur, damit sich keiner dran verbrennt. Habe ich das auf Seite gestellt. Da war jetzt noch ein bisschen was von dem Zuckerwasser über, das habe ich wieder zurück in den Topf gekippt. Also ungefähr die Hälfte ist übrig geblieben von 250 Millilitern. Und ja, jetzt werde ich das Ganze schneiden und probieren. So, nach dem Schneiden sieht es jetzt leider nicht mehr so hübsch aus. Brauchen wir eine Gabel. Dann nehmen wir uns eine von den nicht so schönen Ecken. Also es ist sehr matschelig. Und jetzt probieren wir das mal. Super lecker. Richtig schön feucht, nass und es schmeckt super lecker.